völlig überfordert. Weiter geht's mit Infamous 2. Nach dem kleinen Cut geht's sofort weiter mit der nächsten Mission, die wir gleich anfangen werden, aber vorher werden wir noch hier ein paar Zivilisten retten. Und da gibt's auch eine kleine Änderung zum ersten Teil, die ihr auch gleich sehen werdet. So, nämlich wir können jetzt mehrere Leute gleichzeitig heilen. Und zwar müssen die nur in dem blauen Umkreis sein, damit die geheilt werden. Und ich finde das sehr viel praktischer als im ersten Teil, wo man wirklich jeden Einzelnen heilen musste. Das ging nach einer Zeit wirklich auf die Nerven. Und hat auch sehr viel Zeit gekostet, immer jeden Einzelnen zu retten. Oder eher gesagt zu heilen. Die Mission ist ein bisschen weiter weg, oder ist die? Ne, die ist da. Hier in deinem Haus ist sie schon. Glaube ich. Ah, da ist. Da vorne sieht man sie schon. Und vorher kommen die Nachrichten. Die Welt betrauert den Fall von Empire City. Und der Verlust hat gravierende Auswirkungen. Als wichtiger Wirtschaftsplatz hat die Zerstörung der Stadt eine destabilisierende Wirkung auf die Wirtschaft des Landes wie auch auf die Weltmärkte. Wichtige Ölimporte verzögert sich. Das Zentrum des US-Handels, die Empire-Aktienbörse, ist zerstört, was unser Land Milliarden kostet. England, Frankreich und Deutschland sagten den USA ihre Unterstützung zu in dieser Krise, haben aber alle Reisen in unser Land untersagt, bis mehr über die Empire-Gefahr bekannt wird. Trotz der globalen Wirtschaftskrise macht ein Unternehmen weiterhin Profit. Vermaat 88. Die südafrikanische Sicherheitsfirma verkündete heute, man sei nunmehr das größte private Militärunternehmen der Welt. Vermaat erhöhte seinen Umsatz um 43% in den letzten 5 Jahren. Vor allem dank lukrativer US-Aufträge für den Krieg im Irak. Ja, das waren die Nachrichten. Also ich find's recht gut gemacht mit den Nachrichten, muss ich ehrlich sagen. Also, so richtige Leute da, so Real-Bezug sozusagen. Ja, und jetzt müssen wir da jemanden retten und wir werden natürlich von Sumpfmonstern aufgehalten. Also müssten die dran glauben. So. Da ist noch einer. Wow. Ja, die Special Moves, die sind schon schön gemacht. Oh Mann. Hoppala. Bist du das? Nein! Oh, da sind noch welche. Und, nee, wir sind. Die hat uns gleich von den Onkel gehalten, was ich gerade, ne? Ja, wir lassen dich herunter. Irgendwie erinnert mich die Mission gerade sehr an der Demo. Wir müssen Onkel La Roche finden. Warum? Er ist wie du. Und er hat keine Angst vor der Miliz. Mal sehen, ob der wirklich keine Angst hat vor der Miliz. Bin ich echt gespannt. Der wirklich genauso sind ist wie wir. Aber klar, er hat keine Superkräfte. Aber ob er auch einen Aufstand gegen die Miliz macht. Anscheinend schon. Mal gucken. Runter! Wow. Okay, die Opfer wurde Och Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir fangen jetzt ganz woanders an. Also wir mussten eigentlich nur um die Kurve und dann irgendwie hat er dann doch schon den Checkpoint geladen, keine Ahnung warum. Aber ist doch egal. Und hier sind wieder ein paar Sumpfmonster, die wir natürlich wieder hier ausschalten werden. Und das. Das sind noch zwei. Oh Mann, woher kam die denn jetzt? Da ist ein Baum. Rausgesprungen. So. Und da ist noch einer. Sogar zwei. Da hinten kommt noch einer angerannt. Und der Minimap. Und da ist er schon.
Autsch. Und weg ist er. So. Wie weit ist denn dein Onkel noch entfernt? Ja, wir werden uns erstmal den Ionenwirbel holen, weil man weiß ja nie, was so auf einen wartet. Hier. Und da kommen noch welche und noch so kleine Dreckviecher, die ich überhaupt nicht leiden kann. Nee. Die sind wirklich fies, weil man den gar nicht so richtig wahrnimmt und nur sieht, dass die so schießen. Wie halt bei Dead Space die kleinen Babys. Sind ja fast genauso. Nur dass die nicht so schäbig aussehen. Also schäbig im Sinne von hässlich. Nicht, dass die Grafik so schlecht ist, sondern die Viecher so. Nicht gerade schön aussehen. Ziemlich gruselig. Ja. Die Miliz wieder. Ach man. Die ist ja überall. Gerade schon vorhin im Park waren ja auch schon ganz viele und jetzt die leben immer noch. Ja, der Park ist doch genau hier, oder nicht? Mal schauen, wo der Park ist. Ich meine, der wäre hier. Und ist er auch. Okay. Wow. Da hat irgendwas im Hintergrund Geräusche gemacht. Das hört sich nicht nett an. Sarah. Sie wollten mich an das Ding verfüttern. Ich verstehe, warum die Miliz diese Opfer bringt, aber nicht meine Familie. Was? Ich kann es nicht verstehen. Du wusstest davon? Das wirst du irgendwann verstehen. Niemals! Was wusstest du davon? Oh, oh. Sarah. Wer ist das? Mein Retter. Da waren hunderte von Monstern, die er bekämpft hat. Dinge, das ein bisschen übertrieben. Der Dämon vielleicht waren das gerade mal 10. Langsam. Wir wollen doch beide dasselbe. In etwa. Sie wollen die Miliz los sein? Ich will nicht mehr beschossen werden. Wir sollten zusammenarbeiten. Das. Oh. Was ist hier? Das sieht nicht nett aus. Hör zu. Das Ding ist zu groß, ja. Selbst für dich. Mach's wie ich. Lauf! Nö, wir stellen uns der Herausforderung. Wir rennen doch nicht weg. Und das Vieh sieht echt nicht nett aus. Aber ich denke mal, wir müssen das Vieh mit den Autos abwerfen, damit die explodieren und durch die Explosion vielleicht das Leben abgezogen wird, ein bisschen. Mal schauen, das klappt. Ja, und der wirft so komische Bälle. Ich denke, das sind so. Die sind bestimmt auch Säure oder sowas. Und eine Zunge hat auch noch. Ja, das funktioniert wirklich. Cool. Bam. So. Das zieht mir auch ganz schön viel ab. Eine Explosion. Ich glaube, mit normalen Blitzen können wir nicht angreifen, weil der vorne vor seinem Kopf so eine Art Panzerung hat. Das soll wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh Mann. Ja, und die tun ziemlich weh. Ein Säurebällchen da. So, und frisst das. Boah. Das war echt knapp. Da gestanden wäre ich bestimmt drauf gegangen. Wäre bestimmt vom Auto zerfetscht worden oder sowas. Ja, und da hat er uns mit der Zunge erwischt. Jetzt geht's halt einfach nur ein schnell zielen mit der 1, also mit dem rechten Stick zielen und dann mit der 1 schnell schießen, damit der uns nicht erwischt. So. Geh weg. Der frisst ein Auto. Er hat gesagt, wollte ein Auto fressen. Oh Mann.
So. Ich müsste eigentlich mal... Oh, der war daneben. Ja, wie gesagt, das funktioniert nicht. Ich hab doch recht gehabt, dass das funktioniert, dass das doch so eine Art Panzerung ist. Wow. Cole hat schon geile Moves drauf. So, ja, komm, friss mich. Du kannst... Das war knapp. Das ist beinahe in seinem Mut gehabt. Platsch, 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 platsch. Ja, ich glaube, man darf dreimal von den Dingern getroffen werden, bevor man stirbt. Oder ich glaube, dreimal. Kann nur auch mehr sein. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, der ist fast down. Und na klar, er frisst uns. Wie könnte es auch anders sein? Mann, das Let's Play steht unter keinem guten Stern. Monster da. Und der war zu weit. Ja. Der war zu weit. Kein Auto in der Nähe. Hat kein Auto. Das gibt's gar nicht. Jetzt aber. Komm her. Platsch. Und noch einer ist hinterher direkt. Oh. Das hat ja gar nicht so abgezogen wie vorhin. Wow. Fast tot. Schnell aufladen, bevor wir sterben. So. Boah, der hat viel abgezogen. Och nö, Mann. Nervt echt. Wow. Okay. Das war knapp. So, schnell ein Auto nehmen. Ja. Erstmal hoffen, dass sie überhaupt noch hier heil rauskommt. So, jetzt aber. Oh oh. Och nö, jetzt kann man gar nicht richtig zielen. Oh. Ob das reicht? Ja, das reicht noch nicht. Und der, wir sterben ja schon wieder. Und der ist schon wieder fast tot. Da blenden noch zwei, drei Autos aus. Na. Ja. Da will ja sein Mund zu. So, mal schauen. Och Mann, die gehen immer, die gehen die Laternen. Anstatt gegen den Beste da. So. Ist ja noch da. Da vorne läuft so rum. Oh Mann. Och nö. Von dem Auto zerquetscht. Super. Oh Mann. Bin schon wieder mal. Ja, ja, ja. Hm. Junge. Und der wird so hoch. Och. Ich soll echt mal zielen lernen. Wow. Ah, der mit seinen Bällen immer. Das ist so kacke. Hm, was ist das? Da haben wir jetzt nichts abgezogen. Man muss wirklich den Kopf treffen. Oder zumindest am Kopf die Explosion stattfinden. Wenn man irgendwas abziehen kann, weil hat euch ja an den Fuß getroffen, da. Fast gar nichts bewirkt. Der schießt schon wieder. Wow. Oh Mann, schon wieder getroffen. Bei den trifft fast jeder gute Ball so unten im Dreh. Warum schießt er schon wieder mit seinen Scheißbällen? An die Tende wurde es ja auch nirgendswahr, sagt man da. Hat er jetzt abgezogen, wirklich. Oh Mann. Hm. Wenn wir jetzt down kriegen. Hä? Ist gar nichts abgezogen? Das gibt's ja gar nicht. Und. Oh, noch geschafft. Kurz davor zu sterben, hoho. Schnell weg hier. Ein bisschen weiter weggehen, damit er uns nicht trifft. Ein bisschen aufladen und dann geht's weiter. Ah, nimm mal. Hm. Was ist. So,
Guck mal, hier und tun. Hier ist gar keine Karre. Vielleicht bringen ein paar Granaten was. Nicht wirklich. Ja, vor und zurück. Hier ist gar kein Auto. Ah, da ist eins. Auch direkt nehmen und offenstellen. Wenn der kommt. So. Hat er nur ein bisschen abgezogen, naja. Das war ein bisschen jetzt gar nichts. Boah, der hat wieder viel. Na, hier ist echt, wenn man weiterläuft, dann ist echt knapp mit Autos. Boah. Ja, schieß noch weiter, komm. Oh, viel zu hoch. Oh, nee. Boah, schaff ich ja nicht, der fliegt schon wieder, ja. Und wieder so knapp, wie gerade, ach. Mensch, 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 Mensch. Was mache ich hier nur falsch? Na, jetzt ist die richtige. Ist das ja die richtige Taktik, aber. Normalerweise. Aber man weiß ja hier nie. Gibt bestimmt noch ein anderer, aber ich weiß. Ich wüsste jetzt nicht, wie man sonst den so richtig mehr abziehen kann. Also höchstens mit Granaten vielleicht. Aber ich glaube, mit Autos bringt davon was. So viel, wenn hier so viele rumfahren, geht das ja noch. Aber wenn man wirklich das hier die Umgebung verlässt und weiter jetzt geradeaus läuft, ist ja wirklich kaum noch ein Auto gerade gewesen. Hier jetzt auch nur drei Stück. Und wenn man weiterläuft, sind glaube ich gar keine mehr. Sondern nur einzelne. Wow. Das ist echt schwer hier. Und weiter geht's mit Infamous 2. Nach dem kleinen Cut geht's sofort weiter mit der nächsten Mission, die wir gleich anfangen.